Da wird es auch noch die Möglichkeit, wenn es Fragen gibt, die auch beantworten. Schalte vielleicht eine Frage noch zu dazu, wie es zu der Kandidatur gekommen ist. Wurden Sie darauf angesprochen? Haben Sie sich selbst ins Spiel gebracht? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Also bei den Linken ist es normalerweise üblich, dass man gemeinsam entscheidet. Und hier war das auch so, dass die Genossinnen und Genossen mich gefragt haben, aufgrund der Konstellation, dass Bertram Hilgen nicht kandidiert und ein Verwaltungsmensch für die SPD wahrscheinlich an den Start geht, was wir auch gesehen haben. Und diese Kandidatur sowohl von dem Bündnisplenum als auch von den Linken wurde mir zugetragen. Ich habe darüber nachgedacht. Immerhin muss man ja auch mit seiner Familie sprechen. Es ist ja Zeit der Entbehrungen, die ich aber gerne aufnehmen werde. Und für mich war es wichtig, dass es von der breiten Teile der Partei und des Bündnisses getragen wird. Und die Einstimmigkeit hat mich dazu bewogen, selbstverständlich kämpferisch bis zum Ende, bis zum 5. März hier in Kassel für diese Politik bereitzustehen. Jetzt hättest du ja, wenn es klappen würde, ich mal sagen, ein Großteil der Stadtverordnetenversammlung nicht unbedingt auf deiner Seite. Wie würdest du mit umgehen? Würdest du auch mit wechselnden Mehrheiten arbeiten wollen? Oder wie würdest du versuchen, die Parteien und die Stadtverordneten dann auch für gerade Projekte, die du eben skizziert hast, zu begeistern? In erster Linie, glaube ich, wäre es wichtig, dass man die Stadtgesellschaft, die Mehrheit der Stadtgesellschaft hinter sich hat. Wer mit über 50% gewählt wird, der kann sagen, die Gesellschaft steht hinter mir. Und ich würde in erster Linie mit den Menschen, die mich gewählt haben, auch nicht gewählt haben, denn der OB ist der Oberbürgermeister aller Menschen. Und mit dieser Verantwortung würde ich selbstverständlich an die demokratischen Parteien rangehen. Und ich sage ganz offen, mit der AfD in irgendeiner Weise zu reden, wird es mit mir nicht geben. Ich würde aber selbstverständlich mich sofort einsetzen dafür, dass wir eine gemeinsame Politik entwickeln. Mein Angebot wäre an die Parteien, zu sagen, wir machen dieses soziale Politik gemeinsam und versuchen, so gut es geht, dann auch dementsprechend die Mehrheiten zu bilden. Wenn es nicht geht, dann werden Sie der Bevölkerung das zur Rechenschaft stellen müssen, denn ich würde die Bevölkerung, Kasseler Einwohnerinnen und Einwohner, von allen Gesprächen informieren, denn mit mir wird es nur ein transparentes Rathaus geben, wo die Bürgerinnen und Bürger alles mitkriegen. Es wird nichts hinter geschlossenen Türen verhandelt. Und darauf sollten sich die anderen Parteien auch einrichten. Vielleicht kann ich zu dieser Frage auch noch mal kurz etwas beitragen. Also wir haben ja zumindest offiziell seit diesem Frühjahr eine Politik der wechselnden Mehrheiten, wobei sich die Mehrheit eigentlich immer auf dieselbe Weise zusammensetzt. Also SPD und Grüne haben keine Mehrheit mehr und beschaffen sie sich dann meistens über die FDP gegen ein paar kleine Zugeständnisse, so die 800.000 Euro für die neue Straßenbeleuchtung in der Innenstadt, die die City-Kaufleute dann nicht mehr finanzieren müssen und so weiter. Ich glaube, dass gerade SPD und Grüne sagen wir mal, in einer problematischen Situation sich befinden. Speziell die SPD ist in einer Wagenburg-Mentalität gefangen, in der sie dann ja auch nach der Kommunalwahl prinzipiell es abgelehnt hat, mit uns mal zu reden oder mit den Piraten mal zu reden und lieber hat andere Gespräche scheitern lassen als tatsächlich über politische Alternativen zu dem, was sie hier seit etlichen Jahren betreiben, überhaupt nur nachzudenken. Ich glaube, SPD und Grüne müssen aus dieser Wagenburg-Mentalität, aus dieser inneren Blockade rausgeführt werden. Also sie müssen demonstriert bekommen, dass die Politik, für die sie hier stehen, in vielen Bereichen an ein gewisses Ende gekommen ist und dass diese Politik dort, wo sie nicht den Interessen der Mehrheit der Bevölkerung entspricht, entsprechend auch einen Denkzettel bekommt. Und ihnen muss demonstriert werden, dass es Alternativen gibt. Dass es Alternativen gibt, für die auch durchaus Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zu erwärmen sind.
Also wir haben ja zum Beispiel die Forderung nach einem Sozialticket losgelöst von anderen Positionen oder anderen Forderungen, etwa nach einem Ticket für den verbilligten Eintritt in Museen, Schwimmbäder etc. Das alles in Kombination gibt es ja seit etlichen Jahren bereits in Frankfurt. Das nennt sich dann Frankfurt-Pass. Wir haben das getan, weil wir eigentlich glaubten, dass auch für unsere austeritätserprobten Sozialdemokraten ein reines Sozialticket vielleicht noch eher mitzutragen wäre. Aber wenn wir das mal als Paket denken, wäre ein Kassel-Pass zum Beispiel etwas, wofür es sich durchaus zu streiten lohnt, was in einer Stadt wie Frankfurt auch von SPD, Grünen, FDP, CDU problemlos mitgetragen wird. Warum nicht in Kassel? Ne? So, warum sind wir hier offensichtlich 20 Jahre hinter allen möglichen öffentlichen Diskursen zurück? Das Gleiche gilt für eine Nahverkehrspolitik, die auf die Stärkung und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs setzt, anstatt auf Streichungen. Dafür müssten sich eigentlich nach rationalen Kriterien auch Sozialdemokraten, die ja immer, sagen wir mal, das Mantra des vor sich hertragen noch immer oder den Mythos, das soziale Gewissen der Bundesrepublik zu sein, erwärmen können. Ja? Also entsprechend wollen wir Sie damit natürlich auch ermutigen, über Ihren Schatten zu springen und einfach mal über politische Alternativen nachzudenken und zu diskutieren. Und diese Diskussion, ich rede nicht von irgendwelchen Koalitionen, sondern überhaupt von einem Diskurs über eine zukunftsfähige und lebenswerte Stadtentwicklung, die wollen wir gerne führen. Aber von sich aus sind SPD und Grüne offensichtlich nicht bereit, sich da auf Perspektivdiskussionen, die über die Verwaltung des Mangels hinausgehen, einzulassen. Aber ich würde die Gelegenheit auch nutzen, entschuldige bitte Violetta, dennoch appellieren zu wollen an die Vernunft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die immer noch so denken, fühlen. Von denen gibt es in dieser Partei in Kassel, ich kenne einige. Ich würde auch an die Grünen appellieren, an ihre Vernunft. Denn hier geht es nicht um Parteipolitik, hier geht es um einzelne Menschenschicksale, für die wir gemeinsam Politik machen wollen. Also wir machen es so. Insofern sollte etwas mehr Vernunft in der Kommunalpolitik auch vielleicht noch eine Rolle spielen, sodass man dann auch eine soziale Politik gestalten kann. Mehr als unseren sozusagen appellieren und unser Hand reichen, können wir nicht, insofern müssen Sie selber über Ihren eigenen Schatten sprechen. Wie würde denn ein Oberbürgermeister und Scharkier mit den hauptamtlichen Dezernenten im Magistrat von Rot und Grün umgehen wollen? Also, in erster Linie selbstverständlich kollegial. Und im Rahmen der von der HGU, einem Oberbürgermeister, gegebenen Rechten und Pflichten, sie zu verpflichten, für die Menschen dieser Stadt zu handeln, in der Zeit, wo sie weiterhin hauptamtlich sind, sich mehr zu engagieren für soziale Lösungen, für Verbesserungen der Arbeits- und Lebensverhältnisse der Menschen. Und ich würde dann auch schon auf die Finger schauen wollen, wie das Ganze umgesetzt wird. Zum Beispiel stehe ich dafür, dass wir unbedingt einen Sozialdezernat brauchen, denn ein Kämmerer kann diese Aufgabe nicht erfüllen. Das ist schon allein aufgrund seiner Position ein Anti-Sozialdezernat. Insofern müsste man gemeinsam darüber reden, wie das Ganze dann gestaltet werden kann. Und auch die hauptamtlichen Dezernatsmitglieder sollten darüber nachdenken, ob es auch für sie sinnvoller wäre, wenn sie eher den sozialen Teil, sozialen Gewissen hören würden. Ich würde ihnen dabei behilflich sein, auf diese Stimme zu hören. Würdest du den selbstbestimmten Bereich übernehmen von Ministerin, der die Kultur noch mit dabei hat, oder würdest du jeweils Fachleute einstellen, beispielsweise auch im Kulturbereich? Also im Kulturbereich ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir sehr vielfältig bleiben, dass wir auch Leute haben, die sich in diesen Fragen gut auskennen. Wir haben eine gute Kulturszene, wir haben auch subalterne Kulturszene, und das muss gefördert werden. Dezentral, aber auch im Bereich zum Beispiel der Dokumente und vielen anderen Kulturschaffenden müssen wir, glaube ich, eine Förderung hinkriegen, die für diese Stadt spricht, die die Stadt attraktiver macht, aber den Menschen auch die Möglichkeit gibt, an diesen Kulturerlebnissen teilzuhaben, dass man
Also mein persönlicher Einsatz würde in dieser Hinsicht die vereinfachende Rolle sein, also die Rolle eines Vereinfachenden. Aber ich glaube, es wäre viel besser, wenn das Ganze über Fachpersonal gemeinsam gestaltet werden würde. Ich würde da die politische Verantwortung übernehmen und versuchen, wirklich die Kulturschaffenden in ihrer Arbeit zu unterstützen und Kultur für alle zugänglich zu machen. Und ich denke, in diesem Zusammenhang, wir haben ja 5 Jahre lang im Landesanstalt für privaten Rundfunk für den nicht kommerziellen lokalen Rundfunk gekämpft. Es geht ja ein bisschen auch auf mich zurück, seinerzeit der Kassel, das freie Radio Kassel. Und da werde ich genauso handeln, unterschiedliche Interessen in einen Topf zu bringen für uns alle gemeinsam. Kurze Frage noch an den Lutz, was Sie gesagt haben, das ist schwierig mit der SPD in Kassel. Glaubst du denn, wenn wirklich was auf Bundesebene zwischen Grünen, SPD und Linken vielleicht eine Kooperation treffen oder vielleicht auch die Bundestagswahl, dass sich deine Situation hier in Kassel auch mal wie entspannt? Naja, ich sage jetzt mal, das ist eine sehr globale Frage. Also wir haben natürlich generell das Problem, die Linke ist ja in anderen Bundesländern schon mal ein paar Mal richtig auf die Nase gefallen mit rot-rot-grünen Koalitionen. Ich denke da an Berlin. Also ich glaube, dass eine Linke, die sich letztendlich von der SPD am Nasenring durch die Manege führt, niemandem hilft. Und eine Linke, die bereit ist, von vornherein weite Teile ihres Programms aufzugeben, nur um in einer Koalition sich wiederzufinden, ist eigentlich ein untaugliches Instrument für die Menschen, um ihre Interessen zu vertreten. Also insofern bin ich immer für einen selbstbewussten Umgang damit und für einen klaren Rückbezug auf unsere soziale Basis, unsere politischen Zusammenhänge und dafür auch in jegliche Gespräche oder wie auch immer erhobenen Hauptes reinzugehen und nicht in erster Linie mit dem Anspruch, unbedingt an allem beteiligt zu sein. Wenn reden muss man immer, das sage ich auch immer den Kolleginnen und Kollegen in den anderen Fraktionen, wir reden über alles, vor allem über Sachthemen und es hängt natürlich in erster Linie davon ab, wie sich die anderen auf uns zubewegen. Auf der Bundesebene bin ich da noch mal, sagen wir mal, um einiges skeptischer als hier auf der lokalen Ebene. Wir wissen natürlich, dass die Kasseler SPD schon ein dickes Brett ist, das zu bohren ist. Ja? Also da gibt es Blockaden, die sind sehr tief sitzend. Ich glaube aber auch, dass es hier in Kassel durchaus Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gibt, die auf einer sachlichen Ebene durchaus in der Lage und bereit sind, einfach mal über Inhalte zu reden und dabei auch mal alte Gewissheiten zu hinterfragen. Auf der Bundesebene ist allerdings natürlich ein Problem. Wie soll man mit einer Partei, die jetzt gerade nach der Bundestagswahl sich zum Anwalt von TTIP und CETA gemacht hat und diesen Kurs mehrheitlich bekräftigt hat, um ihren Vorsitzenden nicht zu beschädigen, ernsthaft über Freihandel oder Schutzmechanismen reden? Wie soll man mit einer Partei, die es in Kauf genommen hat, durch die Agenda 2010 die Hälfte ihrer Mitgliedschaft und ein Drittel ihrer Wählerstimmen zu verlieren und trotzdem noch nicht bereit war, sich selbstkritisch damit auseinanderzusetzen, in dem Bereich zu Ergebnissen kommen? Also ich glaube, letztendlich ist ja alles ein Fluss. Und letztendlich glaube ich immer noch, dass Menschen immer offen sind, prinzipiell für Lernprozesse, aber ich glaube, diese Lernprozesse finden nicht auf der Ebene irgendwelcher Parteien, Parteiführungen oder Parlamentsfraktionen statt, sondern da, wo Menschen oder wo politisch Handelnde damit konfrontiert werden, dass große soziale Bewegungen ihre Positionen in Frage stellen und dass Menschen sich organisieren um ihre eigenen Interessen willen. Und dann, wenn tatsächlich ein ernsthafter Druck hier gesellschaftlich entsteht, für einen wirklichen Politikwechsel, dann werden sich auch die politischen Parteien bewegen. Und davon sind wir ja gesamtgesellschaftlich momentan leider noch weit entfernt. Auch wenn natürlich die Bewegung gegen TTIP und CETA
ein erfreuliches Startsignal ist, auch für einen Aufschwung sozialer Kämpfe und Bewegungen. Auch wenn wir im letzten Jahr eine Streikwelle hatten in verschiedenen Bereichen, wie es sie schon lange nicht mehr gegeben hat. Also ich glaube, da rührt sich etwas unter der Oberfläche. Aber für uns ist das die Luft zum Atmen und nicht irgendwelche abstrakten institutionellen Ebenen. In dem Zusammenhang weise ich auch gerne noch mal auf die Veranstaltung heute Abend hin. Lucy ist ja auch noch bis heute Abend da. Da willst du selber zu dem Inhalt auch noch mal was sagen, Frau Beutel? Vielleicht nur einen Satz, weil das jetzt mal ein ganz anderes Thema wäre. Ich könnte jetzt auch noch eine Stunde was darüber sagen. Also wir diskutieren heute Abend, also wir haben ein Buch herausgebracht, ich und drei andere Herausgeber im Papi Rossa Verlag, das heißt Die Linke und das Regieren, und wir diskutieren linke Regierungserfahrungen von Schweden über Griechenland und bis zu Berlin und Mecklenburg-Vorpommern heute Abend um 19 Uhr im Philipp-Scheidemann-Haus. Da wird es eine kurze Einführung von mir geben und dann viele Möglichkeiten, das auch zu diskutieren, was das international, bundesweit und für Hessen vielleicht auch bedeutet. Genau, also sind alle herzlich eingeladen. Wer Lust hat, heute Abend 19 Uhr, Philipp Scheidemann-Haus. Und Murat moderiert das. So sieht's aus. Genau. Vielleicht noch eine Frage zum UB-Kandidaten. Ja. Sie sind ja Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich gehe mal davon aus, dass Sie auch in Südhessen ja, die Woche über dann tätig sind, oder? Ja, oder kann man das auch von Kassel aus machen? Oder einiges. Wenn Sie für den Wahlkampf dann Urlaub nehmen? Ich werde auf jeden Fall für den Wahlkampf Urlaub nehmen, das ist klar. Denn als Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-Stiftung bin ich auch verpflichtet zu einer gewissen Distanz. Den politischen Stiftungen haben dieses Distanzgebot einzuhalten. Ich werde schon den Unterschied machen, zum Beispiel heute. Meine Zeit hier, das ist Arbeitszeitausgleich. Dafür mache ich in anderen Zeiten meine Tätigkeit. Und bis jetzt, ich darf das auch vielleicht noch so sagen, dass auch nach der Prüfung durch das Bundesverwaltungsamt die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Hessen sehr gut dasteht. Also ich bin der Einzige, hauptamtlich Tätige, und einiges kann ich von Kassel aus machen. Aber alles, was mit der Kandidatur zu tun hat, wird außerhalb meiner Arbeitszeit stattfinden. Das ist klar. Es wird etwas schwierig. Meine Frau wird sich ein bisschen ärgern, weil ich zu wenig zu Hause sein werde. Aber ich glaube, wissen Sie, wenn ich es schaffe, dass ich Menschen wirklich motiviere, zur Wahl zu gehen, für ihre eigene Sache, wenn ich es schaffe, dass wir hier in Nordstadt anstatt 20, 23% viel mehr zur Wahl bringen können, wenn wir zum Beispiel mit Deutschen aus Russland sprechen können, die ja große Ängste haben, die andere Diskriminierungserfahrungen, sie sind ja Deutsche, werden aber als Deutsche nicht anerkannt. Wenn man sie motiviert, Politik zu machen, ich glaube, das wird sich auf jeden Fall lohnen, und auch die Müdigkeit, die dann kommt, ist keine Müdigkeit mehr. Und das wird meine Frau auch mit Sicherheit gut finden. Das ist eigentlich im Rahmen des Wahlkampfes speziell nicht auch an die türkischsprachige Bevölkerung hier? Also ja, natürlich. Wir haben schon jetzt eine türkischsprachige Webseite neben der deutschen Webseite. Und es wird auch in Russisch sein. Wir werden mehrsprachige Flyer machen. Wie gesagt, es geht hierbei wirklich um ein Zeichen setzen, dass wir Respekt und Anerkennung gegenüber der Vielfalt unserer Bevölkerung haben. Wir wollen auch ein Zeichen setzen gegen die Diskriminierung, egal ob das Deutsche aus Russland sind oder Migrantinnen und Migranten aus der Türkei oder sonst wo, sondern sie sollen alle mitgenommen werden, denn unser Ziel ist ja, wir sagen ja Kassel für alle, und dann sollen auch alle für Kassel sich einsetzen. Und deshalb mehrsprachig. Und ich darf vielleicht sagen, ich bin allgemein vereinigter deutscher Übersetzer. Wenn die anderen Kandidaten, es gibt ja nur Kandidaten zurzeit, finde ich schade, eine Frau als Gegenkandidatin wäre auch schön, aber wenn auch die Kandidaten der anderen Parteien zum Beispiel in Türkisch was machen wollen, ich stehe Ihnen zur Verfügung, ich würde Ihnen gerne diese Übersetzung machen, kostenlos. Ich beziehe mich auf mein allgemein geleistetes Eid als Übersetzer der türkischen Sprache. Auch für die AfD? Nein, für die AfD rühre ich keinen Finger. Ich spreche von Herrn Geselle und von Herrn Kalb. Wobei, wie gesagt, den Herrn Kalb schätze ich sehr als gestandener Mann. Da sollte die SPD ihn nicht unterschätzen.
Ich würde es jetzt an der Stelle auch. Ja, dann haben wir fast eine Stunde. Ja. Und vielleicht nur eine letzte Anmerkung, also es kommt inwiefern von Frankfurt aus oder von hier aus. Ich denke, es ist ja ganz gut deutlich geworden, dass du dabei auch nicht alleine stehst. Dass ganz viele Leute dahinter hier stehen und dass es eben wichtig ist, da so auch ein Signal hinzubekommen in der OB-Wahl, nicht nur von Wählern, sondern eben von allen, die in Kassel wohnen. In der Kassel für alle, weil die Stadt kein Konzern ist. Und ja, damit bedanke ich mich für alle, die gekommen sind und freue mich auf euch. Also die Wahl findet ja dann offiziell am 2. November statt. Ja. Aber ich freue mich auf einen spannenden Wahlkampf. Das ist bestimmt. Nochmals herzlichen Dank. Vielen Dank.